Hallo und herzlich willkommen bei Discover TV Zürich Rooftop Session. Mein Name ist Noemi und wir sind hier auf dem Balkon von der MFO Denk und Werkstatt. Und mit mir auf dem Balkon sind Meira Loom und der Marc. Und sie spielen das Lied heute für uns und das heisst Undertow. Ganz viel Spass, geniessen Sie! Doorkeeper, will you take the bribe? I forgot the code, but I gotta get outside. Found the perfect place to hide. But now I'm lost. So long underwater, can't recall my name. Need to get back home and see what's changed. Every part's replaced, the mask still the same. Or have I crossed over into the undertow? The water's dragging at my clothes. I'm caught up in the undertow. You won't hear from me no more, no more. Cold water gets in my eyes and my breath. Is this how it feels, getting closer to death? I hear the calling of the depths, and I fall asleep. Oh, mama, won't you cut the cord? What I most need now is a restful port. Will you deliver my saddened corpse? When I leap over into the undertow, the water's dragging at my clothes. I'm caught up in the undertow. You won't hear from me no. Strong and smart and fast, but I wasn't wise and I didn't last. Give me your breath, give me your beat, give me something human, something sweet. Before you press delete. Danke vielmals, Meira, für den schönen und
nachdenkliche Song. Wie würdest du deine Musik beschreiben? Es ist jetzt nicht gerade das, was man jeden Tag so ein bisschen im Radio hört, wo so ein bisschen Lana Del Rey angehaucht. Wie würdest du das beschreiben, was du da machst? Ja, merci für das Kompliment, Lana Del Rey. Ist cool zu hören. Ja, ich glaube, meine Songs sind tatsächlich ein bisschen melancholisch, zum Teil. Ich möchte ein bisschen anregen, zum Nachdenken, zum ein bisschen hinterfragen, was machen wir hier in dieser Welt, was mache ich so. Und bei diesem Song geht es ganz fest um das Gefühl, das ich sehr gut kenne, vom Nicht-Wissen, wo soll ich hin, hinter sie, vorne sie. Alles fühlt sich ein bisschen eng an, an dem Schnaufen und so. Und haben mir so überlegt, welches Bild, welche Situation beschreibt das für mich eigentlich am besten. Weil ich finde es zum Teil recht persönlich, wenn man so ganz autobiografisch schreibt, zum Beispiel «Ich weiß nicht weiter» und so. Also ja, man will ja als Künstler doch etwas preisgeben und auf eine Art will man doch nicht, dass die ganze Welt weiss, wie es einem gerade wirklich geht. Und darum habe ich so ein bisschen mir überlegt, ah, wenn ich das ganze Lied aus der Sicht von einem Unterwasserspion würde schreiben, dann wäre das zwar voll meine Gefühle, aber es ist so wie jemand anderes. Es ist für mich auch ein Mann, der das betrifft. Also, ich stelle mir so vor, ein Spion unter Wasser, der gefangen ist in seinem U-Boot und der aus seinem Job will, aus dem U-Boot raus und nicht mehr raus kann. Und wie merkt, ich kann nicht aus dieser Tür, weil da kommt das Meer rein. Ich kann irgendwie nicht mehr aufhören, ich habe keine Identität mehr, weil ich immer als Spion gelebt habe. Und so ein bisschen der Schluss, so ein bisschen Quintessenz, die Message von diesem Song ist eigentlich, dass man, wenn man etwas Neues anfängt, immer das Alte muss zurücklassen. Also eigentlich sein altes Leben beenden, was sehr scary kann sein. Aber dann kann etwas Neues anfangen. So eine mega schöne Beschreibung von dem Lied. Also, und ich finde, da bringst du auch mega gut über. Und auch mit dem Schluss, wo es dann so ein bisschen positiver, sage ich jetzt mal, wird. Da merkt man sehr schön raus. Und eben, du sagst, etwas als Abschluss, damit du etwas Neues anfangen kann. Wie deine Solo-Karriere. Erzähl uns da etwas drüber. Ja, genau. Das hat sehr viel mit dem zu tun gehabt, das Alte hinter mir zu lassen. Ich mache schon sehr lange Musik, aber ich hatte so das Gefühl, mein eigenes hat nicht so Platz gehabt. Es war wunderbar, vorher zu lernen auf grossen Bühnen und so weiter. Aber ich hatte das Gefühl, ich wollte wieder etwas Feines machen und meine eigene Message überbringen. Und das hat viel Mut gebraucht, das Alte, das funktioniert hat, hinter mir zu lassen. Und jetzt, letzten August, ist die erste CD, das erste Debütalbum, rausgekommen. Und ich bin mega happy darüber, dass ich das gewagt habe, das alte Leben hinter mir zu lassen. Da kann man dir eigentlich auch noch gratulieren, weil du bist ja eigentlich so ein bisschen immer im Hintergrund, sage ich jetzt mal, unterwegs, eben so ein bisschen als Vocal Coach und glaube auch noch so Background-Sängerin, bist du glaube auch noch gewesen, genau. Und jetzt gehst du führen auf die grosse Bühne und rockst das selber. Du bist ja wirklich auch so ein bisschen künstlerisch angehaucht, eben mit dem ganzen Hintergrund, den du hast. Woher kommt da irgendein Background zu dem? Ja, auch irgendetwas in mir innen, das rauswählen wollte. Jetzt war nicht das Logischste, wenn man jetzt meine Biografie anschaut. Ich komme nicht aus einer Künstlerfamilie. Mein Urgroßvater war zwar Maler, grosser Künstler, aber nicht jetzt in der Musik. Ja, aber ich erinnere mich noch, es ist immer so ein schwarzes Klavier unten gestanden im unteren Stock, das, glaube ich, einfach gewartet hat darauf, dass ich es für mich entdecke. Es hat Meira geschaut. Genau, wahrscheinlich. Ja. Eben, gell? Danke vielmals, Meira und Marc, dass ihr bei uns waren. Ihr findet alle Informationen zu ihr auf ihrer Webseite. Und wir danken euch vielmals und bis bald bei Discover TV Zürich. Ciao zusammen!